Sie haben eben etwas zu den Bildern gesagt, zu den Interpretationen, zu denen es vielleicht kommt. Ich mache das nicht ganz so gerne, weil das Bild muss sich im Betrachter erschließen. Das ist die Chance in der Kunst, dass man etwas in die Welt setzt und dann 10, 20, 30, 40, 50 verschiedene Betrachter dieses Bild weiterentwickeln mit ihren Gefühlen und mit ihrem So-Sein. Ja? Und dadurch erfüllt sich eigentlich die Kunst oder dadurch wird die Kunst sinnvoll. Zu der Präsentation. Eigentlich ist es so, dass ich mit Menschen zusammenarbeite. Das sind jetzt Ausschnitte aus ganz bestimmten Zyklen, die ich ab und zu zeige. Also andere schreiben zum Beispiel Tagebuch und ich schreibe kein Tagebuch, ich male ein Bild. Jeden Tag eins oder auch mehrere. Ja? Und man sieht das auch, dass die Bilder nie etwas Endgültiges haben. Für mich müssen Bilder immer offen bleiben. Ja? Es kann sein, dass wenn ich nach einem halben Jahr alle Bilder wieder abhole, die Bilder komplett übermalt werden. Das kann passieren. Dadurch versuche ich der Kunst das Museale zu nehmen. Also mich machen Bilder furchtbar unruhig, die so etwas Endgültiges haben. Das ist für mich so nicht in Bewegung sein, unbeweglich werden. Und der Maler muss ständig in seiner Bewegung sein. Also ich sitze in Konferenzen zum Beispiel und da wird etwas beschlossen. Ja, weil ich auch mit Kollegen zusammenarbeite, da wird etwas beschlossen. Und in dem Augenblick, wo das beschlossen ist, stellen Sie als Künstler das schon wieder in Frage. Ja? Und das macht eigentlich die Kunst aus, dass man eigentlich nie zu einem Ergebnis kommt. Wichtig ist eben die Arbeit mit Menschen, mit ganz unterschiedlichen Menschen, das muss man jetzt hier nicht aufzählen. Ja? Und dass da Energien geschaffen werden, nicht therapeutisch, überhaupt nicht therapeutisch, sondern Energien, die etwas mit der Freiheit dieser Menschen zu tun hat. Dass ich anfange, noch stärker zu reduzieren. Also das hängt damit zusammen, wenn man auch im sozialtherapeutischen Bereich arbeitet, stellt man fest, die Menschen werden oft psychisch krank, weil sie mit einer Umwelt überfordert sind, die ihnen ständig neue Eindrücke vermittelt. Die Menschen kommen eigentlich nicht mehr zur Ruhe. Und ich habe angefangen, diese Ruhe über diese Bilder zu vermitteln. Ja, also ich habe, das sind noch ganz stark farbige Geschichten. Ich habe angefangen, fast in Schneeweiß zu arbeiten. Nur in Weiß, mit einer Geschichte, die man fast kaum wahrnimmt. Aber sie ist da. Sie ist da. Mhm. Oder ich habe angefangen, alte Bilder, die sehr farbintensiv waren, einfach mit Weiß zu übermalen. Das Interessante ist ja... Ist das hier auch? Ob das übermalt wird? Nein, ob das später auch das Weiß da reingekommen ist. Ja. Aber jetzt komplett Weiß. Das ist ja so, dass das Bild dann bleibt. Auch wenn ich das jetzt Weiß übermalen will. Das Bild bleibt. Man sieht es nicht mehr. Aber möglicherweise kann man es erfüllen. Und dieses Erfüllen von Bildern ist vielleicht wichtiger als das Sehen, das über die Augen sehen von Bildern. Möglicherweise. Aber ja, da ich die Kreuzung Jesu sehen. Ja. Genau, das, ja, ist sie. Mhm. Das ist sie. Ich habe ganz ungegenständliche Bilder, wo man nur die Ahnung hat einer Person, die entstehen könnte. Möglicherweise. Nur vielleicht. Wenn mir das zu konkret wird, dann versuche ich das schon wieder rauszunehmen aus dem Bild. Also man muss sich vorstellen, ich habe damals in meiner eigenen Ausbildung, ich komme aus einer Ausbildung, wo ich fotografisch genau gezeichnet habe. Also man konnte die Arbeiten, man wusste nicht, ist das ein Foto oder ist das eine Zeichnung. Ja? So, das war einfach dieser Schulungsweg. Und von dem habe ich mich über 30 Jahre wegentwickelt, bis hin zu einer völligen Abstraktion. Weil ich irgendwann den Eindruck hatte, das, was wirklich da ist, kann ich gar nicht so gut machen, wie es ja schon da ist. Zum Beispiel Natur und so weiter. Und habe mich dann über diese Kandinsky-Geschichte, über das Geistige in der Kunst, dann in eine völlige Abstraktion hin entwickelt. Ja? Einfach in Farbmeditation und so weiter. Also Farbmeditation faszinieren mich aus diesem Grund, weil das, was man hier sieht, sind zum Teil Farben, wie man sie auch im
bei Bösner kaufen kann. Bösner sagt ja jedem, was er ein bisschen mit Kunst zu tun hat. Da kommt man ja nicht dran vorbei. So, aber das Wichtige ist, dass man in diesen Bildern Farben hat, die man eben nicht kaufen kann. Also hier habe ich zum Beispiel, mir hat damals aus Ägypten jemand Sand mitgebracht aus der Wüste. Dann versetze ich das mit einer Emulsion oder ich wässere das und so lange, bis ich diese Farbsubstanz aufsetze. Und also diese Sehnsucht, etwas anderes zu sehen und unter anderem auch neue Menschen kennenzulernen. Das hat ganz viel mit künstlerischen Prozessen zu tun. Neue Landschaften, neue Menschen kennenlernen, andere Kulturen kennenlernen. Das ist unglaublich wichtig für künstlerische Prozesse. Hm. Ja. Andere Menschen verstehen lernen, obwohl man selber eine andere Meinung hat. Ja, das ist wichtig, auch der Respekt vor der anderen Meinung. Also das ist, finde ich, das muss ich auch Entscheidungen treffen. Also als freier Künstler muss man, wenn man mit im sozialen Bereich auch tätig ist, muss man auch immer Entscheidungen treffen, Strukturen schaffen, Entscheidungen treffen, weil sich in diesen Entscheidungen und in diesen Strukturen der Mensch, der vielleicht emotional zurzeit nicht so fest ist, auch eine gewisse Sicherheit finden kann. Mhm. Ja? Also das ist bei dem Atelier mit den 8 geistig behinderten Menschen. Das fängt an, dass ich morgens, dass bei mir der Wecker klingelt und ich morgens um 8 Uhr erleben die mich um 8 Uhr an der Leinwand, an der Staffelei. Um 8 Uhr, jeden Tag 8 Stunden, konsequent. Also da kommt man noch ein bisschen so von dieser Künstlergeschichte weg. Jeden Tag 8 Stunden an der Staffelei. Und so erleben die einen. Ich beschäftige mich sehr mit dem Aufsteigenden und mit dem Fallenden. Aber möglichst nicht, dass das Fallende unten bleibt, sondern wieder in diesen Kreislauf mit in dieses Aufsteigende hineinkommen. Ja, wenn man das weiterdenkt. Und dadurch entsteht so eine gewisse Ehrfurcht im Bild, also auch eine gewisse geistige Haltung, aber ich möchte sie trotzdem erden. Ich möchte diese geistige Haltung nicht zu sehr übertreiben, sondern mir ist es wichtig, Kontakt zu den Menschen zu haben, die auch sagen, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung von Kunst. Das finde ich immer ganz spannend, wenn einer sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung von Kunst. Dann werde ich ganz, ganz nervös. Und wenn Sie dann lesen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, das ist meine Wochenplanung. Die habe ich einfach, ich hatte keine Zettel mehr. Diese beiden Arbeiten standen auf der Staffelei und dann hat noch der Jörg aus Berlin, das ist unser befreundeter Künstler von uns, der sagt, ich komme dann und dann. Dann habe ich geschrieben, Jörg kommt. Da steht Toilettenpapier. Verraten. So, also das heißt, den Alltag der Kunst, und da kommt man eben auch zu Beuys, den Alltag oder zu Duchamp mit seinen ganzen Geschichten, ja, den Alltag der Kunst oder den Alltag in eine künstlerische Welt hineinzustellen und aus der Perspektive dann auch verständlicher zu machen. Das ist eigentlich das Anliegen. Also Bindestrich bedeutet, man hat das Datum der Geburt als unumstößliche Tatsache und man hat das Datum des Todes auch als Tatsache. Das ist einfach etwas, was uns Menschen alle gleich macht. Wir sind geboren und wir haben ein Sterbedatum. Ja? Und dazwischen wird das oft, wenn man sich so umguckt, immer reduziert. Das Leben wird immer reduziert auf diesen Bindestrich. Und irgendwann haben wir uns überlegt, genau dieser Bindestrich, der muss belebt werden. Genau in diesem Bindestrich findet das Leben statt. Nicht geboren und gestorben, sondern der Bindestrich, der muss diese Dynamik bekommen. Das Weiß hat in unserer Gesellschaft eine ganz spezielle Bedeutung. In Amerika, das steht im Buch, habe ich das so ein bisschen beschrieben. Ja? Das Weiße Haus in Amerika hat eine Bedeutung und so weiter. Das Weiß an sich, die Friedenstaube, das Weiß an sich. Mit dem Weiß deckt man auch das Leid zu. Ja? Eigentlich. Also man vertuscht mit dem Weiß auch ganz vieles. Ja? So. Und dann habe ich angefangen, in relativ hellen Geschichten. Das ist schon kein Weißbild. Aber das gehört auch noch in diese Serie rein. Ja? Und das sind Tanzsequenzen aus dem Tanztheater. Ja, auch. Ja. Das sind alles Tänzer und Tänzerinnen von Kinderbauch. Ich beschäftige mich sehr intensiv mit Zeit, mit dem Thema Zeit. Und ich wurde damals 50. Und
dann passierte was Merkwürdiges. Ich habe gedacht, oh Gott, bin ich freundlich, was mache ich jetzt eigentlich noch? Alles vorbei und so weiter. Also man kommt da in so komische Gedanken rein. Und dann habe ich eine Bronze gearbeitet und habe diese Bronze in einen 120 Millionen Jahre alten Stein eingearbeitet. Der war, ich glaube, 10 Tonnen schwer. Den hat mir extra jemand aus dem Schwarz dahin gebracht. Dieser Stein lag da und ich habe da diese Bronze reingearbeitet. Ja. Und habe mir zum ersten Mal gedacht, mein Gott, was ist das eigentlich, Zeit? Ich stehe hier vor 120 Millionen Jahren und trete mich über meine 50 Jahre. So ein Witz. Ist das bei diesen Bildern, wo jetzt Schrift ist, immer so, dass Sie das mal als Tagebuch benutzt haben? Ja. Oder ist das zu manchen auch richtig künstlerische Darstellung, Sie haben gewollt, dass da was drin steht? Beides, beides. Das sind zum Teil auch Texte, also überwiegend sind das Texte von mir, aber ich nehme auch schon mal Texte von Marcel Proust und von Duchamp und so weiter. Die Suche nach der verlorenen Zeit und so weiter. Ja, das sind für mich ganz, ganz wichtige Themen. Interessant ist, ich versuche immer, bei dem einen ist es mir nicht so gelungen, ich versuche immer so schnell zu schreiben und so zu schreiben, dass man es nicht lesen kann. Und wenn ich Ausstellungen mache, stehen die Menschen oft davor und sind irgendwie und so weiter. Und ich werde dann oft gefragt, sag doch mal, was du da geschrieben hast. Und ich sage das dann nicht. In dem Augenblick, wo ich sage, zerstören sie den Mythos des Bildes. Wenn sie etwas wissen. Wir Menschen wissen eine Menge, aber nicht alles. Und das ist gut so. Man kommt in seinem Leben immer wieder an Kreuzungen. Und man muss sich entscheiden. Links, geradeaus oder man muss sich immer und immer und immer wieder, und das hört nicht auf, man muss immer wieder Entscheidungen treffen. Manchmal ganz banal im Alltag, manchmal auch in größerer Umfang, aber man muss entscheiden. Ich bin total natürlich geworden. Und das ist für mich auch eine Form des Kreuzes. Ja? Ich glaube, christliche Motiv, sondern einfach der Orientierungspunkt im Leben, das Kreuz. Viele interpretieren Kreuze auch als Brücke zwischen Gott und den Menschen. Ja, zum Beispiel. Kommunikation. Ja. Was fehlt, wenn man an Golgatha denkt, ist das immer das dritte Kreuz. Und dieses Kreuz kann ich anfangen aufzulösen, das hat auch ganz lange im Wasser gestanden. Aus dieser Wasser-Rostsubstanz entsteht dann neue Bildgestaltung, das ist Rost. Ja, das ist der Rost dieser Stimme, nichts anderes, nichts weiter. Und das hier, das sind wieder, das sind zum Beispiel, da hat mir jemand aus Tunesien, hat mir dann Sand mitgebracht, also und so weiter. Das ist ganz wichtig, diese Sandgeschichten, die sind mir ganz wichtig. Und können dann mit ganz wenigen Strichen das Gesicht etwas klarer machen. Aber entstehen tun diese Sachen immer aus einem Farbweg. Sie haben einen Topf drauf gestanden oder sonst was. Sie nehmen das weg und denken plötzlich, ach. Also das entsteht auch aus einer ganz anderen, aus einer eigenen Geschichte heraus. Zum Beispiel. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, oder ich wollte Weihnachten für ein Patenkind was im Spielzeugladen kaufen. Bin dann in der Eisenbahnabteilung gelandet und habe diese Figürchen gesehen, H0 und so weiter. Und alle in der Vitrine, Tausende. Und habe gedacht, das hat mich derart fasziniert, dass ich mir dann welche gekauft habe. Ich klebe die auch in Museen rein. Also wenn ich in ein Museum gehe, im Kunsthaus Bregenz, ich habe immer einen Sekundenkleber in der Tasche. Und ein Krönchen. Und irgendwo im Museum ist dann Hans Frühlis drin. Interessanterweise entdecken wir die immer von Putzfrauen entdeckt und entfernt. Und habe Nahtoderlebnisse gehabt, das war vor 8 Jahren, in Wuppertal in der Klinik. Und bei diesen Nahtoderlebnissen habe ich immer dieses Horizont, diese Horizonte gesehen. Ja? Ist unglaublich, also man kann das fast gar nicht erklären. Bin ja dann zurückgeholt worden quasi, so in die Realität irgendwie, Gott sei Dank. Und seitdem habe ich, also seit dieser Erkrankung habe ich diese Horizonte. Also ich hatte das Gefühl, ich gucke schon über den Horizont. Also nachdem man gestorben ist, geht man in eine andere Geschichte hinein. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so war oder ob ich nicht unter diesen Opiaten unterwegs stand, also Schmerzmittel und so weiter, ob die diese Wirkung verursacht haben.
Das ist natürlich auch eine Sache, da muss man gucken. Ja, aber ich hatte Nachdruckerlebnisse auf alle Fälle, ja, und habe dann diese Horizonte gesehen. Danach ist eine ganze Reihe von diesen Horizontbildern entstanden. Nach Ottos schwerer Erkrankung war es so, dass er erstmal eine Malpause hatte, dann wieder gemalt hat. Und dass alle Bilder eigentlich sehr monochrom waren und oben war ein weißer Spalt. Und das war so dieses aus der Welt entweichen in die andere Welt, in die andere Wirklichkeit. Und da hat er ganz viele Serien gemalt, die einfach diesen weißen Spalt hatten. Für uns einfach so, dass wir gedacht haben, es ist was, was von unten kommt, nach oben geht und sich eigentlich so verflüchtigt. Manche haben dann gesagt, ja, in diesen Spalt würde ich auch mal gerne eintauchen. Und was ganz, ganz für mich erstaunlich war, war, dass Menschen in die Werkstatt kamen und auf die Bilder geguckt haben und gesagt haben, sie hatten eine Nahtoderfahrung, weil genau das, was ich da auf ihren Bildern sehe, das habe ich erlebt. Für Otto war es einfach so, dass er danach ganz anders gemalt hat. Also es gab eine gewisse Phase, in denen dieses Nahtoderlebnis verarbeitet wurde. Dann haben sich die Bilder wieder verändert, haben andere Farben, buntere Hintergründe auch eigentlich wieder angenommen. Und ja, es war so, dass eigentlich diese Bilder, in denen dieser Spalt war, der in die andere Wirklichkeit führt, sehr hoffnungsvoll waren. Und Otto hat auch gesagt, die Angst vom Tod ist für ihn eigentlich gewichen, weil er die Nähe zu einer ja, eben anderen Welt gespürt hat, die keine Begrenzungen hat und auf die er sich im Grunde genommen wieder freuen kann. Und bin eigentlich durch diese Kunstprojekte nach Wuppertal gekommen und ich mag diese Stadt. Ich bin ein ganz großer Fan von Pina Borsch, das Theater. Also ich habe an der Schule erst gearbeitet, mit Schülern, mit schwierigen Schülern, Erziehungsschülern, Schülern gearbeitet, Großprojekte gemacht. Und dann wollte ich Wohnauffrei schaffen, arbeiten. Und dann hörten die das, die Geschäftsführung hörte das bei Troxler, dass ich sozusagen im Augenblick frei bin, also ohne Arbeitsvertrag. Und dann haben die mich gefragt, kannst du dir vorstellen, ein halbes Jahr ein Kunstprojekt mit Carsten Brehmer zu machen? Und da ich immer Projektarbeit mache, habe ich gesagt, okay, ein halbes Jahr machen wir. Was war das für eine Erfahrung? Ja, daraus sind 14 Jahre geworden. Also ich habe dann Talente. Ich musste völlig umdenken, völlig. Also aus dieser intellektuellen künstlerischen Ebene. Also nicht runter, sondern das ist eine andere Geschichte. Die Leute haben mich entschleunigt. Die haben mich selber langsamer gemacht. Wunderbar. Ich lebe also doppelt so lange. Für mich ist jeder Tag doppelt so lang wie für andere Menschen. Große Dankbarkeit. Genau. Die Menschen haben ganz, ganz viel an Ideen an mich herangetragen, wo ich nicht drauf gekommen wäre. Ja. Ich mache morgens die Werkstatt auf, dann gehe ich an meine Arbeit. Ja, die erleben mich in der Arbeit. Genau. Und das motiviert die, ihre Arbeit zu tun. Ich habe das schon an der Schule gehört. Ja. Also Menschen mit Down-Syndrom, ich habe drei Menschen mit Down-Syndrom, die erleben sich nicht als Behinderte. Mhm. Die sind so, wie sie sind. Die haben überhaupt kein Bewusstsein dafür, dass sie im landhaften Sinne behindert sind. Genau. Überhaupt nicht. Das muss wahnsinnig bedrückend für Sie sein. Ja, also, ich meine, anstrengend. Ja. Weil das ist nicht die einzige Geschichte. Ich will mich nicht festlegen auf das Thema Behinderung oder auf das Thema Kunst, sondern also ich selbst komme so aus der Boys-Ecke. Mhm. Und mich interessieren künstlerische oder kreative Prozesse grundsätzlich in Lebenszusammenhängen. Also für mich ist Kunst nicht nur ein Bild malen oder eine Skulptur machen, sondern für mich ist Dialog. In dem wir uns jetzt unterhalten, entsteht ein Bild, atmosphärisch ein Bild. So, das ist für mich das eigentlich Wichtige. Ich sage immer, wenn die Leute oben ins Atelier kommen, das Bild, was wir jetzt heute gemacht haben, können wir euch gar nicht verkaufen. Ja, wieso das denn nicht? Ich sage, das seht ihr gar nicht. Das kann man nur fühlen. Das ist das. Ja, so hat Boris das auch gemeint mit jeder möglichen Künstler. Das heißt, Kunst in allen Lebenszusammenhängen oder kreativ zu sein, das kann in der Partnerschaft sein, das kann familiär sein, das kann nachbarschaftlich sein, also Kreativitätsprinzip. Ja. Dann eben auch noch übergreifend, ich arbeite
Musiker zusammen mit Musik, die hört man jetzt. Ja. Ich finde zum Beispiel auch, dass Berührung Kunst ist. Ja. Ja. Ich habe Berührung, das ist ein gutes Thema. Ich habe zwei Menschen in der Gruppe gehabt, ganz am Anfang, die sind leider verstorben. Also ich habe sehr oft Todesfälle in der Gruppe, weil die Menschen auch oft nicht so alt werden. Also, sondern wir waren 150 Leute dran insgesamt, die hier in 14 Jahren durchgegangen sind. Ja. Also die Maren ist erst seit kurzem dabei, Sabine ist auch durch den Umweg hier gelandet, nicht wegen der Kunst, sondern weil es Probleme am Dürrenwerk gab, also mehr aus sozialen Problemen. Die, die sehr bewusst hier reingekommen sind wegen der Kunst, das war der Wolfgang Kunzer eigentlich, kann man so sagen, wegen der Engelmalerei, die Miriam, die ist sehr bewusst reingekommen, der Stefan, weil er ein fantastischer Zeichner ist. Die Birgit auch, weil man gesagt hat, die kann sich beim Malen erholen. Außerdem hat die Birgit erst nicht so sehr mit Menschen aufläufen, also mit Riesenwerkstätten, die hat es lieber so wie hier. Und außerdem ist der 35er Jahr näher, der Bus. Und das hat also alles schon so auch Vorgeschichten. Wer jetzt gar nicht wegen der Kunst gekommen ist, ist Sabine. Und ist Dagmar überhaupt nicht. Ja, die haben also eigentlich, die sind nicht gekommen, weil man bei ihnen jetzt festgestellt hat, die wollen künstlerisch arbeiten. Sondern einfach weil es in anderen Werkstätten nicht mehr ging. Ne? Ja. Die konnten sich dann auch ganz gut erholen hier und sind wieder so ein bisschen zu sich gekommen. Aber das Problem, dass sie mit der Kunst jetzt nicht so viel zu tun haben, das ist dabei geblieben. Es ist ganz wichtig gewesen, dass man den Stil von der Maren erhält. Ja, bei der Miriam, die sehr fast ins Abstrakte hineinarbeitet, ganz wichtig das Zeichnen von Stefan, dann die Eigenartigkeit der Figuren von Birgit ist was ganz Eigenes. Ich habe euch ja erzählt von Österreich, wo die Kunstwerkstätten sind, die machen das nur so. Die machen das grundsätzlich nur so. Also da gehören die Leute dann zur Bäckerei oder zur Wäscherei und gehen dann einen oder höchstens zwei Tage die Woche in die Kunstwerkstatt zu machen. Ne? So. Ja. Und das ist jetzt wirklich ganz, das wird ganz, ganz streng jetzt beschlossen. Ich habe heute wieder mit der Frau Liedke darüber gesprochen, die hat mir ein Schreiben hingelegt, das war das Protokoll von dem Gespräch, das habe ich korrigiert, also verbessert oder Sachen, die ich anders sehe, habe ich da reingeschrieben. Das geht jetzt ein paar Wochen hin und her und dann doch das so und dann lese ich euch das vor, was da beschlossen worden ist. Ja? Wie gesagt, das soll jetzt keine Ängste auslösen in euch, aber ein, zwei Leute stehen auf diesem Plan. Wir müssen mal gucken. Was ist das denn? Eine Düse. Eine Düse? Ja. Von meinem Flugzeug? Vom Staubsauger. Und was ist das? Und das sind die Lautsprecher. Da kommt die gute Musik raus. Kannst du die hören? Die gute Musik? Ja. Und was ist das hier? Ein Sauger. Ein Staubsauger. Du malst Menschen? Ja. Was sind das für Menschen? Nur so. Nur so? Allerweltsmenschen? Ja. Keine bestimmten? Miriam, prima. Also das sind auch die Sachen, die dahinter, diese in den Ockertönen. Vorsicht. Nicht so viel aufschreiben, sondern machen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das ja gut mit dem Aufschreiben. Da hilfst du dir ja auch mit dem Gedächtnis. Das ist ganz gut. Müsste man mit der Sabine trainieren. Dieses Erinnern. Ach, sag mal. Miriam muss ja manchmal, hat ja manchmal.
bisschen Schwierigkeiten, sich zu erinnern. Da kann man aber Techniken entwickeln. Er hat ja auch so einen kleinen oder sie schreibt sehr viel auf Papiere und so weiter. Eigentlich müsste man die ganzen Papiere mal sammeln und mal ausstellen. Ja, ich meine das. Nee, ich meine das schon ernst. Was ist das für ein Material, was du da aufgetragen hast? Das ist nur Acrylfarbe. Ja, hier. Und dieses, was da so wie aussieht wie Kleber? Ja, das ist ja eigentlich auch Acrylfarbe. Das ist aus dem Schälchen hier so. Verschiedene Reste halt und dann und halt Wasser. Wie lange trocknet das? Eine ganze Weile. Also. Hast du das schon öfter probiert? Ja. Ich habe was überlegt, Otto. Was denn? Wenn wir hier am Male oder bei mir male, Otto, habe ich schon vorgenommen. Was denn? Und du. Und dann mir die Ohrhaken zu malen. Wie willst du lieber zu Hause malen? Ja, das ist für mich viel besser. Ja. Und du. Also wolltest du gar nicht mehr hier malen? Wolltest du gar nicht mehr bei uns malen? Doch, also ein paar Tage hier und ein paar Tage bitte, über die Gruppe. Du hast mir doch immer erzählt, dass du in der Wohngruppe malst. Das kannst du ja machen. Ja. Ja, dann mach das doch einfach. Da hindert dich doch keiner dran. Nee. Wow. Oh, sah aus wie der Party los. Wow, Namte. Hast du die wirklich runtergeschluckt? Ja. Die ist ganz wichtig. Habe ich. Mund auf. Und wo hast du das tolle Zeichnen gelernt? Zu Hause. Zu Hause? Ja. Ich habe nur viel gezeichnet. Verschiedene Papiere. Zeichenpapier. Verschiedene Papiere. Angefangen mit Bleistift. Und ja, reicht doch. Ja, genau. Träumst du auch manchmal Bilder, Stefan? Ja. Ja? Hast du da irgendwie eine Intention, also irgendein Bild, was du verfolgst? Ja, manchmal habe ich ein Kopfbild und dann kann ich ganz schnell mal zeichnen, bis das hier auf dem Papier kommt. Ganz schnell, dass ich zeichne. Schnell, weil du es sonst vergisst? Ja, das kommt vielleicht für 10, 15 Sekunden und dann ist es weg. Und jetzt arbeitest du an zwei Bildern gleichzeitig? Ja, naja, also. Angefangen habe ich die halt nicht gleichzeitig, aber ich mache die ja selten irgendwie eins nach dem anderen dann irgendwie fertig. So, also, ja, ja. Brauchen dann halt auch mal ein bisschen Ruhe oder so. Und dann geht halt mal wieder dran. Oder, ja. Wie viele Bilder parallel bearbeitest du so? Das ist eigentlich immer unterschiedlich, halt, wie sich das ergibt irgendwie. Mindestens zwei. Ja, aber ich kann auch nicht genau sagen, wenn es jetzt irgendwie. Es waren auch schon oft irgendwie welche fertig und dann habe ich es ja irgendwann dann doch nochmal irgendwie überarbeitet oder sowas. Das ist relativ frei dann irgendwie bei mir. So. Welcher Eingebung folgst du da?
deinem Gefühl? Ja, genau. Mhm. Ja. Du hast kein fertiges Bild so vorher im Kopf? Nee, nicht wirklich, nee. Nicht so wie der Stefan, der das dann zeichnen muss. Mhm. Ja, nee, ich glaube, das ist auch ein Unterschied so beim Zeichnen und Malen dann. Mhm. Beim Zeichnen hat man ja eher so was richtig Konkretes irgendwie dann vor sich. Ja. Und du malst dann im Wesentlichen dein Gefühl? Ja, kann man vielleicht so sagen, ja. Oder hast du auch so ein Thema jetzt wie die Birgit im Engel oder irgendwas im Kopf, so eine Stimmung? Ja, ich meine, Stimmung spielt da bestimmt auch eine Rolle für, aber das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt irgendwie darauf hinarbeite oder so. Das ist was ist das denn gerade für eine Stimmung vor dir? Bei dem Bild jetzt hier? Ja. Tja, gute Frage. Keine Ahnung. Musst du noch ausarbeiten? Ja, genau. Das ist halt längst nicht fertig, aber... Und dieses hier, das rechte, das hat ja schon ziemlich konkrete Formen. Ja, das ist ja auch noch am Trocknen jetzt hier. Da ist ja noch ganz feucht. Und das ist auf Holz, ne? Ja, genau so. Mhm. Pressplatten oder was. Mhm. So, hier bitte noch ein bisschen die Tür auflassen, damit hier mal ein bisschen Frischluft reinkommt. Oder? Das ist schon davor. Woher nimmst du so deine Ideen? Also meine Idee, ich tue Vorzeichnen und bestimmten Farben und ich versuche jetzt, was ich jetzt mache, und eins durch Aussuchen, ja, dann setze ich dann an Wand. Und wie bist du auf die Idee gekommen, so viele Engel zu malen? Du hast ja unheimlich viele Engel gemalt. Ja, mit Engeln ist viele Menschen Engel brauchen, also kranken, gesund. Also mit Engel pflegen die kranken gesund. Die sind sehr schön, Birgit. Ich wollte eigentlich ja ein paar große Rahmen kaufen bei Bösner, aber die sind im Augenblick noch nicht genehmigt. Schade, zum Basar hätte ich gern sowas mal richtig in einem tollen Rahmen gezeigt. Ne? Mhm. Und zwar im Rahmen, wie da sind, weißt du, in so einem Alu-Rahmen. Mhm. Einfach, aber so, dass man das so ein bisschen auch mal gut präsentieren kann. Mhm. Aber erstens sind die sehr teuer, in der Größenordnung. Mhm. Und zweitens sind sie noch nicht genehmigt von der Geschäftsführung. Mhm. Ne? Dazu müssen wir erst noch ein paar Sachen verkaufen. Der Stefan ist nämlich sehr krank gewesen, ist immer noch und wartet jetzt auf Bescheid und das ist nicht so lustig. Herzprobleme, Nierenprobleme und ne? Große Probleme, den ganzen Tag im Rollstuhl sitzen. Ich schätze mal, dass so 2000 bis 2500 Arbeiten entstanden sind. Zeichnung, also von der Zeichnung über die Skulptur bis zum Bild. Und ich schätze mal, dass 1500 bis 2000 verkauft worden sind. Das ist eine gute Ausbeute. Die Sachen hängen ja, ich habe das ja schon mal gesagt, die hängen in ganz Europa. Also von Bildern, die nach Moskau gegangen sind, Bilder nach Paris gegangen, Bilder nach Barcelona. Wir haben ja viermal in Berlin ausgestellt. Viermal und immer ausverkauft. Also wir haben selten was zurückgeholt. Ganz selten. Das ist nicht immer so. Soll auch nicht das Hauptmotiv sein. Ne, das soll auch nicht das Hauptmotiv sein. Dass das Ganze unter so einen Verkaufsstress gerät. Aber da sind wir natürlich auch der Einrichtung gegenüber verpflichtet, sprich der Geschäftsführung, die dann schon uns auch, also die setzen den Maßstab ganz einfach da an, wo verkauft wird. Aber das ist halt so. Wir machen den Umsatz am Basar, wo die Gruppe das ganze Jahr über von existieren kann. Aber die Auswahl ist
Also, mir tut das immer weh, wenn ich am Basar die Sachen so zeigen muss. Also, das ist ganz grausam, finde ich. Aber die Leute kommen, die Leute kaufen wie verrückt. Und, ja. Das war jetzt zum Beispiel das Bodensee-Projekt. Da kann man mal ungefähr die Dimension. Also da haben wir mit 600 Leuten gearbeitet. 8 Kilometer Kunstweg, 5 Kunsträume, vom Kindergarten bis zum Seniorenheim, alles dabei. 3 Gymnasien, 3 Lebenshilfen und so weiter. Es ging darum, dass man Netzwerke schafft. Also in der Gesellschaft, wenn man die Zeitung aufschlägt, merkt man, dass alles gegeneinander ist. Und quasi jeder gegen jeden. Und es geht immer nur um Geld. Das ist so übel, ist das. Ja? Und die Menschen gehen in ihrer Psyche daran zugrunde. Ja? Die gehen wirklich daran zugrunde. Und deshalb muss man Netzwerke in die Welt setzen, wo man das versucht aufzulösen. Dass man also dieses Immaterielle, dass man das Gefühlsmäßige wieder in den Vordergrund stellt. Damit die Leute wieder gesund werden, vor allen Dingen in ihrer Emotion. Und damit wieder eine Potenz entwickeln, um dann mit den Dingen auf der Welt klarzukommen. Ja, habe ich gesehen. Schön. Habe ich noch aus der Kiste rausgeholt. Ja, das ist ja Kann man das so auflegen? Das immer um ein bisschen Geduld bitten, weil im letzten Jahr ist mir einfach passiert, dass ich mehrere Bilder an mehrere Personen verkauft habe. Das war so ein Durcheinander. Und das hat dann auch ein bisschen zum Ärger geführt, weil das waren zum Teil auch Weihnachtsgeschenke. Und deshalb versuche ich das. Die Adventszeit ist ja eigentlich nur ruhig. Dann müssen wir uns ja ärgern. Sie haben sich da ja jetzt Bilder ausgesucht. Ja. Haben Sie da irgendwie schon öfter hier mal sich sowas ausgesucht? Jedes Jahr kaufe ich eins. Aber jetzt haben Sie ja schon 1, 2, 3, 4. Genau. Das ist jetzt der Höhepunkt. Nein, der Höhepunkt war die letzten Jahre. Das ist eher klein. Sonst kaufe ich Riesenbilder hier. Und die Kleinen sind einfach so aussagekräftig. Also ich gucke drauf und die haben eine Botschaft fürs Leben. Sind das Geschenke oder sind die für Sie persönlich? Zum Teil für mich, zum Teil für liebe Menschen, die ich kenne. Kennen Sie jetzt auch einzelne Künstler hier? Ich kenne keinen Künstler von denen, nein. Ich kenne nur den Herr Zech, der mir die Bilder verkauft. Jedes Jahr verkauft er die. Und ist das jetzt für Sie so eine bestimmte Aussage, die Sie so immer wieder finden, oder ist das immer wieder eine Überraschung? Ich finde das total überraschend. Diese Bilder, die bringen Einzelelemente in bestimmten Zusammenhang und plötzlich guckt man drauf und sieht das Leben aus einer anderen Perspektive, die ich so noch nicht gesehen habe. Das kann man übrigens noch in so einen Rahmen reinmachen. Ne? Also nicht, wir machen das nicht. Aber wenn man das jetzt ein bisschen in so eine Schattenfugengeschichte, dann kriegt das nochmal eine andere Halt. Das ist eine Frau, die ist ganz beeindruckend. Die ist jetzt seit 2 Jahren bei mir. Die arbeitet auf ganz großen Formaten. Schizophrenie. Also sie hat immer 2, 3 Phasen im Jahr, wo sie nicht mehr weiß, wer sie ist. Dann geht sie in die Psychiatrie und dann kommt sie wieder, wenn sie aus der Psychiatrie kommt und malt dann diese Sachen. Und das ist, also ich finde, das ist, hat eine unglaublich poetische... Also das hier? Ja, finde ich auch. Keine Ahnung. Wissen Sie nicht, ne? Nee. Ich hinterfrage die Bilder auch nicht. Das ist auch gut. Die haben eine eigene Atmosphäre. Ja. Und also man muss die Sachen auch nicht komplizierter. Nee, einfach so von der Wirkung. Nee, ja. So einfach von der Wirkung. Ja. Entweder das gefällt einem oder eben nicht. Ja? Gibt es sie auch als Doppelkarte? Nee, die rote Kuh nicht. Aber sie kaufen, was ganz Besonderes. Ja. Das Original. Das Original hängt mitten in Paris. Wir haben einen Sammler in Paris. Ja. Der hat die rote Kuh in Paris hängen. Mit Blick auf den Eiffelturm. Der Wolfgang Kulzer, der die malt, einmal im Jahr. Mehr schafft er nicht. Der hat Down-Syndrom und so weiter. Der malt auch diese Engelgeschichten und so. So. Der schafft einmal im Jahr eine rote Kuh. Mit Mühe und Not. Aber die ist dann auch schon 5 Minuten später weg.
Und die ist 1 Meter mal 1,20. Ne? Ah, ja. Im Januar fängt er wieder mit einer an. Die kann aber auch anders aussehen. Ne? Manchmal frisst die Blumen, manchmal hat die im Euter auch, zeichnet der kleine Figuren rein. Und dann heißt das Milchstrenker. Der zeichnet die einfach da rein. Was sie in die Kunst ausmacht, kann ich, glaube ich, ziemlich genau sagen, dass sie den Menschen dient. Ansichten. Ja, man sieht genau Ansichten, man sieht Dinge ganz anders. Also Probleme, die man von anderen Menschen mitkriegt, gerade ich als Linienbusfahrer, also wenn ich Genörgel höre und so, dann weiß ich nicht, hat man vielleicht manchmal eine andere Ruhe, damit umzugehen. Das, denke ich, habe ich von meinem Vater abbekommen. Dadurch, dass man mal ein bisschen weiter denkt, als nur bis zur Haustür. Ein bisschen weiter denkt und Dinge manchmal einfach mit Abstand sieht. Ja. Toleranz. Dann auch den Kontext einfach, den er ja lebt, Kunst als Instrument oder als Weg der Heilung einzusetzen, berührt mich persönlich einfach sehr, da ich mich sehr für das Thema Heilung interessiere und das zuvor noch nie erlebt habe in dieser Intensität. Ja, vielen Dank, dass wir zum dritten Mal hier ausstellen dürfen. Vorne, wenn man reinkommt, steht eine Staffelage, eine Palette und ausgeschnittenen Staubsaugern. Und darauf steht, ist das Kunst oder soll das weg? Niemand von Ihnen kann mir definitiv sagen, ob das Kunst ist oder ob das weg soll. Und solange wir keine feste Definition für Kunst haben, solange werden wir weiter künstlerisch tätig sein. In dem Augenblick, wo der Erste genau weiß, was Kunst ist, ist das mit der Kunst zu Ende. Die Kunst ist eine lebenslange und über das Leben hinausgehende Suche nach unserer eigenen Existenz und nach dem Dialogprinzip mit dem anderen. Also man merkt schon, wenn man die Gruppe erlebt und wenn man die so sieht, das ist, man traut sich eigentlich gar nicht mehr der Arbeit zu machen. Das ist eigentlich jeden Tag eine Offenbarung. Und das ist keine Floskel, sondern das ist einfach so, ja, es ist. Kunst ist, was sie ist. Und sie zeigt, was sie ist. Sie ist in Materie gegossene Lebenszeit, deren Gesamtgang wir nicht kennen. Sie ist der Ausschnitt eines größeren, einer größeren Welt, zu der wir alle gehören. Was aber bedeutet, unglaublich viel Arbeit liegt vor uns, um von der Integration wegzukommen und in die Inklusion zu gehen. Wenn wir Inklusion schaffen, brauchen wir nicht mehr zu integrieren. Yeah.